Hallo und willkommen hier bei Kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit Kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen auf AIDA Mira, um genau zu sein in der Deluxe Suite SA. Hinten hier am Heck auf Deck 12. Das sind ganz neu installierte Kabinen und Suiten hier hinten. Also ihr habt hier wirklich, ist wie auf einem Neubau. Und das sind Kabinen, die sind wirklich ganz frisch reingekommen. Und bevor jetzt die ersten Gäste hier drin wohnen, habe ich schon die Möglichkeit, euch die Kabine hier zu zeigen auf meiner Reise in Südafrika. Fangen wir an mit dem Wohnbereich. Wir haben hier ein großes Dreiersofa, auch mit kleiner Liegefläche noch. Das Ganze kann dann umgebaut werden, auch noch zu einem Bett, sodass diese Kabine für bis zu 4 Personen auch belegbar ist. Mit Leselampe hinten dran auch. Also hier kann man wirklich ganz gut dann die Zeit verbringen. Hier gibt es dann noch einen Wohnzimmertisch, auch nochmal mit Ablagemöglichkeit. Besteck für Obst und Gemüse, was bei einer Suite natürlich auch dabei ist. Steht schon bereit, beziehungsweise Gemüse. Was sage ich da? Ich glaube nur Obst. Aber gut. Dann kommen wir einmal kurz zu der großen Sonnenterrasse hier, die wir hier haben. Ich gehe mal einmal raus. Und zwar ist es dann hier so, dass wir hier zum einen zwei Stühle haben. Da kann man sitzen mit Aschenbecher, also hier darf auch geraucht werden. Dann kann man nämlich hier toll die Heckwelle genießen, wenn wir mal einmal nach hinten rausgucken. Wir sind hier ganz, ganz hinten am Heck des Schiffes. Unter uns ist das Marktrestaurant. Es gibt jetzt hier keine weiteren Liegen oder so, Sonnenliegen. Dafür reicht dann der Platz nicht. Also das ist soweit, muss man einfach wissen, dass es jetzt hier kein riesiges Panoramadeck quasi ist, also man hat schon genügend Platz, um dann hier zu sitzen, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, neben dem Wohnbereich, gibt es dann noch den Schlafbereich. Das Ganze ist durch einen Raumteiler getrennt. Hier hat man dann ein ganz normales Doppelbett, nicht auseinanderstellbar, weil diese Nachttische hier fest installiert sind. Dafür gibt es dann hier aber auch nochmal Staumöglichkeiten, Leselampe, Nachttischlampe, alles vorhanden. Highlight hier ist, dass wir den Fernseher, wenn wir mal einmal vielleicht von da schauen, den können wir nämlich umdrehen. Aktuell kann man aus dem Wohnzimmer Fernsehen schauen und das Ganze kann ich jetzt einmal drehen und dann kann man nämlich auch aus dem Bett Fernsehen schauen. Oh, das war wahrscheinlich die falsche Richtung. Das wird sicherlich nur in eine Richtung drehbar sein. Probieren wir es einmal aus. Ja, genau. Also dann haben wir dann auch vom Bett aus den Fernseher. Gut, schwierig wird es dann, wenn die Kinder vielleicht auf dem Sofa gucken möchten und die Eltern hier auch, aber das wäre akustisch dann auch schon ein Problem, von daher passt das. Dann haben wir hier noch zusätzlich einen Schreibtisch. Hier hat man dann noch jede Menge Staumöglichkeiten. Hier ist dann auch schon der Föhn gekennzeichnet, dass man ihn nicht lange suchen braucht. Kaffeemaschine gibt es natürlich auch. Da sind dann auch Kapseln enthalten bereits. Dann haben wir hier zwei normale Steckdosen und zwei USB-Steckdosen, also durchaus auch schon sehr modern für dieses Schiff, das ja dann doch auch 20 Jahre alt ist. Schwingspiegel ist da, da nochmal Ablagemöglichkeiten. Auch hier nochmal, Gläser stehen schon bereit. Hier wird dann auch noch die Minibar einziehen, die jetzt aktuell noch nicht da ist. Wie gesagt, noch nicht bezogen. Ganz, ganz neu für euch hier schon vorab. Das soweit zum Schlaf- und Wohnbereich. Jetzt wird es etwas gemütlicher zum Filmen. Und zwar gehen wir jetzt in den Ankleidebereich. Ich stelle mich mal hier rein. Hier ist quasi ein großer, begehbarer Kleiderschrank. Wir haben hier ganz, ganz viele Staumöglichkeiten. Hier unten dann auch noch mit rausziehbaren Ablagefächern. Regenschirm ist schon bereit. Jede Menge Bügel zum Aufhängen von der Kleidung. Also hier können 4 Personen auf jeden Fall großzügig ihre Kleidung unterbringen. Weiter geht es von hier aus jetzt einmal durch den Ankleidebereich in das große Badezimmer. Badezimmer im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gibt hier auf dieser Seite eine Badewanne, wie auch in den vielen Junior-Suiten hier an Bord. Zusätzlich aber auch noch eine Glasdusche. Finde ich ja mal persönlich sehr gut, eine Glasdusche, die jetzt so abschließt, ohne Vorhang oder so. Das Ganze dann auch, hier kommt sogar Wasser, also es funktioniert auf jeden Fall. Und toll ist auch, dass hier nochmal die Toilette ist. Das Ganze kann man dann nämlich gleichzeitig nutzen. Also wenn ich jetzt hier bin und hier gebadet wird oder so, dann kann ich quasi auch die Tür zumachen. Und ja, dann bin ich hier quasi in einem abgeschlossenen Bereich. Bin ich auch schon wieder. Und hier haben wir dann eben zwei Waschtische. Das Ganze hier sehr schön gemacht, finde ich. Sehr modern. Frische Blumen, hier wird auch immer bereitgestellt, sodass man hier wirklich sich toll fertig machen kann. Hier gibt es dann auch die entsprechenden Kosmetikprodukte dazu. Handtücher liegen bereit. Und dann gehen wir jetzt auf der anderen Seite wieder raus, aus dem Badezimmer, vorbei an der Dusche und der Toilette und kommen dann wieder in den Eingangsbereich. Also wir sind jetzt quasi einmal herumgegangen, ca. 50 Quadratmeter hat diese Suite und können hier nochmal schauen in die Ablagefächer im Eingangsbereich. Wir haben hier einmal einen Tresor,
Hier nochmal Ablagefächer, Bademäntel liegen bereit, Wolldecken, wenn es mal ein bisschen kälter wird am Abend, Schuhanzieher natürlich auch. Also hier genügend Platz. Hier übrigens auch die, das Bedieninstrument für die Klimaanlage. Und auch hier nochmal die AIDA Handtücher fürs Pooldeck. Und ja, also ich würde sagen, wirklich eine Suite, die man zu zweit, aber auch zu viert wunderbar bewohnen kann. Genügend Platz für alle vorhanden und natürlich mit herrlichem Ausblick, schön lichtdurchflutet. Das Ganze eine tolle Suite mit ganz modernem Ambiente hier auf einem 20 Jahre alten Schiff, was man hier in dieser Suite absolut überhaupt gar nicht merkt, wie ich aktuell finde. Das ist so zumindest mein erster Eindruck hier aus der Suite. Und wenn euch noch weitere Kabinen und Suiten interessieren, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ansonsten bin ich jetzt auch gerade auf der ersten Reise hier in Südafrika mit AIDA Mira. Schaut also auch gerne die Vlogs und abonniert den Kanal. Wenn euch die Suite, das Schiff oder auch andere Schiffe gefallen, bucht gerne eure nächste Reise unter reisen.kreuzfahrturlauber.de. Damit könnt ihr mich unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Euer Kreuzfahrturlauber Fabian.